Weiterentwicklung? Nein, nur ein handelsübliches Mauzi. Ach, das kennen wir ja schon. Das machen wir ganz schnell fertig. Das ist tot. So gut wie eine geröstete Barthaare. Einfach weg. Tote Katze. Oh nein. Wollte ich gar nicht. Stinkt nämlich. Also nicht der Sand, sondern tote Katze stinkt. Oder ist sie nass geworden? Dann stinkt sie auch. Takal. Was rede ich denn heute? Menu, Pause. Schönheit wurde besiegt. Haha. Oh ja. Ist mir wurscht. Und du, Mädchen? Natürlich werde ich mit dir spielen. Oh. Das ist auch eine Schönheit, werden. Oh, das sind zwei Schwestern. Oh, ja. Oh. Pass auf mit deinen Heilhäschen, ne? Die sind nicht so gesund für deine Füßchen. Hm? Musst du aufpassen, Süße. Ja? Du bist schon der Zweite, der das sagt. Ja, wer war denn der Erste? Der Samu hat auch so seine besserwisserische Art, haben wir gesagt. Hat auch gesagt, ich soll mir keine Stöckelschuhe tragen. Was, der Samu? Was macht denn der hier? Ja, der kam auch hier vorbei. Das ist so einer. So ein Lümmel. Wir nehmen dann Barry, naja, die Attacken sind halt noch nicht so reinhauend. Ach komm, Biau, Biau. Level 42, oder? Ja. 42. Mega Hieb. Bäumchen. Und weggeklatscht. Into the face. Und jetzt kommt nochmal ein Razzi Frazzi. Und nochmal Mega Hippie. Treff. Oh, du kleiner Wüstling, du. Echt geiler Text, ne? Wahnsinn. So, die haben wir. Dann haben wir das hier eigentlich auch, glaube ich, soweit abgedroschen. Naja. Okay, den haben wir auch. Genau, weil wir dahin wollten. Pokémon Rumble. Okay, da komme ich wieder zurück. Klar. Das ist noch so ein kleines Labyrinth. Ein einfaches Labyrinth. Dafür können wir es jetzt mal angucken. Tipps für Trainer. Drücke Select, um die Position von Items im Menü zu tauschen. Ja, genau, das wissen wir. Select muss man drücken. Select, Mann, der Arena. Dann kannst du auch Attacken tauschen. Das müsste der Rocker sein. Was schaust du mich denn so an, hä? Von der Wäsche so blöd, ne? Du, Hummel, Hummel, Mas, Mas. Ich werde dich mit meinem Motorrad so richtig anrocken hier. Mal so richtig über deine Pokémon fahren. Da platzt alles so raus, ne? Boah, das magst du nicht. Nein. Weil der will dich überfahren. Du musst ihn stoppen. Weil. Jo. Das geht so nicht. Gefühlt mache ich dich so platt, ey. Yes! Level 40! Schluck, schluck! Ja, das wollen wir tun. Lernen bitte. Das ist nicht schlecht. Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Deckel nehme ich ja sowieso fast kaum her. Da kriegst du keine mehr gedeckelt hier. Gedeckelt oder getettelt? Donnerwelle. Smogon. Okay, so. Jetzt Level 40. 41, 41, 42, 40. Nur passt ja, ne? So, alle Level 40. Später werde ich dann so offscreen einiges leveln. Und ich werde auch den Pokémon noch dann die entsprechenden Attacken lernen. Das mache ich auch offscreen. Und die Pokémon mit KP Plus und Carbon versorgt auch alles offscreen. Wenn ihr dann bei der nächsten Aufnahme seht, dann sind meine Pokémon sowas von Steroide voll bebackt. Alles gut. Geisterattacken. Und dann ist gut. Dann brauchen wir auch vielleicht nochmal zweimal aufnehmen und dann ist schon dieses Let's Play auch schon beendet. Zack, zacki. Flacki, flacki. Gut, den haben wir besiegt. Den haben wir, glaube ich, auch besiegt. Nein, den haben wir nicht besiegt. Schade.
Es sind nur so viele Trainer über. Aber volle Kalotte. Hier sind am meisten. Da habe ich wirklich ziemlich viel übrig lassen. Okay, und auf der anderen Seite Radweg haben wir auch sein. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal das machen. Naja, das ist, das zieht sich noch ein bisschen raus, ne? Das zieht sich. Aber ich gönne euch das und mir. Schließlich muss ich da auch jetzt durch. Das ist wie, wie jetzt durch Höhlen marschieren, versteht ihr? So, durch eine Höhle und jedes Mal pro Sekunde hält uns irgendein Depp auf, ne? Selbst ist live. Ohne Schmarrn. Das wäre die Select-Taste. Ja. Okay, das müsste eigentlich mehr passen, so. Passt. Paralyzer. Das ist gut. Das bleibt jetzt immer so. Ein Ibitaki. Hey, ein Ibitaki ist auch recht cool als ein Tauboss. Dein Kommentar schon gelesen, Menno. Pause. Mit dir. Dieser René manchmal hier. Sein schönes Taubsi. Pff, mein Gefieder glänzt. Oh, sie waren noch stark genug. Ja. Ach, stimmt. Jawohl. Dann habe ich es wohl hier geschafft, oder? Mit dem blöden Labyrinth. Nein, den habe ich noch nicht besiegt. Den, ich glaube, den habe ich auch noch nicht besiegt. Oh, noch zwei Kämpfe. Ja gut, nicht nur zwei Kämpfe, aber... Damit Pokémon starke Attacke lernen, muss man TM einsetzen. Ich mache das eigentlich so, damit ich euch eigentlich kein Pokémon vorenthalte. Wir wollen ja unser Pokédex zumindest zählerisch alles vollkleistern. Kleistern. Darum habe ich ja gesagt, ihr könnt euch das anschauen oder nicht. Das sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle, falls ihr schon mal vorausgespult habt. Und gerade wieder an dieser Stelle angefangen habt, ihr müsst es nicht gucken. Ihr müsst es nicht tun. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Aber ich habe es euch versprochen. Und jetzt hat auch keiner was dagegen schon gesagt. So, nö, Chronik, das musst du gar nicht tun. Scheiß doch drauf, mach doch die Orden, ist viel unterhaltsamer. Mach sie weg. Aber ich sehe das ja auch im Sinn der Trainerschaft, ne? Wir trainieren jetzt auch und wir kriegen auch Geld und so. Und das ist mir so mega voll wichtig, ne? So richtig episch, mega wichtig. Der besiegt ihn so sehr. Lauter Vogel Manix hier. Haben wir hier. Oh, geschafft. Geschafft. Oh, der noch. Oh, du. In Brismania City kann man TMs kaufen. WM besitzen allerdings nur wenige Personen. Stimmt. Haben sie alle geschenkt. Die ganzen WMs, die besitze ich. Keine Sau kann die mehr lernen. Nur mal so im Kopf zergehen lassen. Das Hirn ist falsch. Gut. Donnerwelle. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Die Donnerwelle oder Donnerschock? Nee, Donnerschock. Warum geht die? Warum gehst du daneben? Das muss ich jetzt nochmal ausdiskutieren mit diesem Pokémon. Wir sind gleich wieder da. So, wieder da. Ich habe dieses Pokémon nur vermöbelt. Oh. Ja, wie gesagt, das ist sowas von wurscht, welches Pokémon ich nehme. Die sind alle jetzt sehr gut trainiert. Jetzt könnte ich eigentlich mein Ding-Pokémon let's play. Nein. Mein Dratini ein bisschen voranstellen und das schon mal so ein bisschen verbessern. Das mache ich jetzt auch. Oh, so ein Mist. Dann lernen wir es nämlich auch ein bisschen kennen. So, Berry, bitte ganz mal nach vorne. Ist auch ein bisschen blöd, immer hin und her zu wechseln. Na komm. Hast du ein Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Ja! Und du auch etwa? Boah! Sag bloß, aber die WM habe ich doch! Wie kann er es nur wagen? Vielleicht hat er mich in der Nacht ausgeraubt. Kann das sein? Dratini. Wickel, Silberblick und die Donnerwelle. Ja, ich muss halt natürlich immer so ein bisschen hin und her wechseln. Ja, damit es halt diesen guten Level abkriegt, ne?
Spieldrehkraft funktioniert nicht. Dann machen wir gleich Psychokinesis. Vegasus blöb weggeplatzt. So richtig weg. Achso. Da blieb nichts mehr übrig. Nichts. Naja gut, jetzt wieder mal wechseln. Barry möchte Level uppen. Ich habe auch schon ein bisschen trainiert. Ich glaube, so zwei Levels, wie man sieht. Mit Level 15 erhalten. Die gute Barry. Barry wird irgendwann stark. Das wird noch hart zu trainieren. Ich werde dieses Pokémon trainieren. Ihr werdet die Entwicklung nicht mitkriegen. Ich mach's einfach. Ihr werdet es sehen, wenn es ein Dragoran ist. Boah, Chili, es halt euch voll aus hier. Voll das Türsteher-Pokémon. Du kommst nicht rein. Ja. Spätestens dann Despotar, das Türsteher-Pokémon. Echt, wirklich. Oder Relaxo. Relaxo füllt auch diese ganze Ebene richtig schön aus, ne? Der ist recht. Wenn der da steht, ist die Höhle dicht. Da kommt keiner mehr lebend raus. Vor allem habe ich so ein Pokémon gerne an den Notausgängen. Wir hatten das Feuer gelegt. Okay, Feuer ist gelegt worden. Wir müssen hier alle raus. Scheiße, der Notausgang ist blockiert. Mit was denn? Mit Relaxo. Oh nein, wir werden verbrennen. Das ist cool, ne? Wer ist dann das Stärkeste, Ebitak? Natürlich meines. Nicht deines. Das ist weg. Juhu. Die Vogelfänger gehen mir hier auch schon auf den Geist. Das war eine Bruchlandung. Bruchlandung. Oh, nerven schon, ne? Hier steht keiner. Könnte einer stehen, aber steht keiner. Jo, das sind zwei. Wieder so ein Biker. Die haben manchmal so Smogons und so. Wir kommen öfters her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Stimmt! Platz Picknick machen. Kann man seine drei Freunde mit einladen. Das tun wir nicht sagen. Nee, 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 nee. Das war jetzt gemein. Tortini, bitte entwickel dich jetzt zu Dragoran. Please, do it. Jetzt. Nein, Barry sagt nee, 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 nee. Die Barry ist ein bisschen stur heute, ha? Letztes Mal war Sassy, jetzt ist es... Puh, Barry. Biao Biao ist vergiftet. Wer hätte das gedacht? Biao Biao, hast du Schmerzen? Biao, Biao, Biao. Wurscht. Biao, Biao, Biao. Ja. So ist es. Oh, Level 18, Schluck. Mhm. So, Slimog. Haben wir heute auch schon kennengelernt. Barry, vorne ran. Damit du fertig gemacht wirst. Da fehlen noch einige Level. Ja gut, Mew lassen wir jetzt mal raus. Nee, nee, doch, Mew muss ran. Auch wenn es vergiftet ist, er ist tot. Mir ist sowas von sorry. Mew. Piau, Mew. Piau, Mew. Tut schon bitter weh, gell, Mew. Ja, ja, ja. Aber du kennst dich ja mit Gift aus, ne? Saug es dir raus, Mew. Und spuck's aus. Ne? Irgendwer kann das Gift brauchen. Ja, der hält es schon noch aus. Kurz und schmerzlos. Einfach gewonnen. Turutup, turutup. Hast du schon von den legendären Pokémon gehört? Das wollen wir heute auch noch tun. Aber in der extra Sonderschicht. Ich glaube, sonst komme ich nicht hin. Ein Pokémon, ein Polenta. Oh, ich habe einen Pore dabei. So ungefähr. So. Wyro, komm. Auch wenn du schon angeschlagen bist. Wyro, Wyro, mach es weg. Super blöd. Okay, dann Shock. Aber nicht mehr daneben gehen, mein Freund. Wyro. Yes, Wyro. Wyro kann's. Warum habe ich verloren? Nein. Seht ihr, ich habe tatsächlich offscreen die nicht geknödelt hier. Nö. Tara, tara, tam, 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 tam. Ich will nicht unbedingt, aber ich werde es dennoch tun. Kämpfen wir für die Ehre. Ich bin Vogelfänger, du gehst mir auch auf den Sack. Mensch, mit eurem Vogel-Pokémon hier. Nicht wahr, Barry? Barry, Barry. Barry, 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 Barry. Bär, Bär, Bär. Bär. Komm, wir probieren es nochmal mit Sassy.
Komm, Sassi. Sassi. Pingu, 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 Pingu. Oh. Zahltag. Es bimmelt hier. Und Bingo! Es ist tot. Sehr schön. Ibitak. Okay. Da setzen wir trotzdem nochmal Böri vorne. Die Böri. Sie hat zu mir gesagt, sie möchte sehr stark werden. Oh, diesen Wunsch werde ich nachkommen. Jetzt hole ich mal wieder Chili Ass raus. Chili, come on. Mach die Soße scharf. Mach es. Was habe ich jetzt für eine Attacke eingesetzt? Okay, das war Biss. Wow. Spieldreck. Ah! Was ist das? Wird hier eine Beißerei. Obwohl, Vogel-Pokémon macht Bisse. Komm, Blubber. Nächstes Mal hat es Blubstrahl, mein Freund. Berry erleicht. 19 Schlumpf. Mhm. Vogelfänger. Honig sammeln. Ah, gut, da oben. Du hier. Los, 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 los. Ja, gib Gas, Alter. Mit der Motorbike, komm. Wir fahren über the highway to hell. The highway to hell. Ist das Bier? Highway to hell. Oh yeah. Ich hab dich überholt, du Biker. Nein, jetzt schalte ich mein Turbo ein. Droh 2-1 Risiko. Das muss ich erstmal üben, ne? Ich bin der Pickel, der dein Gesicht rumwütet. Ich bin der Pokémon-Virus, der deine Pokémon lahmlegt. Ich bin die Inflation, der dich verhungern lässt. Ich bin Biao Biao. Oder ein Hupsala. Soll ich mich nicht konzentrieren? B-A-O. Mach es weg. Oh yeah. Ich bin die Ente, die Nacht rumflattert. Ich bin der Übel mit dem Kübel. Alles kommt jetzt raus. Alles. Die größte Verbaldürer. Ja, was ich mir überlege, was ich hier sagen kann. Über was könnte man reden? Jetzt werden wir uns einen sinnvollen Text überlegen. Hier in dieser Stunde werde ich mir einen sinnvollen Ergebnissätze einfallen lassen. So. Boah, ich komme echt nicht mehr klar ganz. Wenn man so fast schon eine Stunde und 38 Bier säuft, wird schon ein bisschen knallig hier. Okay. Was könnte man reden? Mein Onkel hatte Geburtstag, ja. Hatte gestern Geburtstag, genau. Mein Onkel hat einen Monat später Geburtstag. Der ist 58 geworden, mein Onkel. Ja, ja, ja. Der war Urlaub mit meinem Cousin. In der Türkei war er. Türkei ist auch sehr schönes Land. Wenn wir jetzt zur Türkei kommen, ne? Muss man auch ein bisschen aufpassen. Viele Stornobuchungen wegen diesen unglücklichen Leuten, die im Urlaub sich sonnen und ja. Das ist ein sehr schwieriges Thema, übrigens. Da verfängt man sich jetzt eigentlich. Sollte man jetzt nicht darüber reden, auch über andere Sachen, wegen Flüchtlinge und sowas. Das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Gefährlich, gefährliches Terrain. Hm. Gott, hab mir uns alle selig. Ah! Tja. Oben müsste aber auch noch einer sein. Oh nein, die zwei pfeifen da. Ach ja, gehen wir mal der Sache von hinten her an. Ja, hätte ich auch so machen können, ne? So, Fuxania City. Damit wir uns wieder heilen beim Jungen. Was können wir noch reden? Na, mir geht's gut. Körperlich, geistig, soweit normal. Arbeit läuft gut. Arbeitet sich gut. Meine Kollegen sind alle da. Sind alle da. Kein Urlaubi. So wie ich immer gehabt habe, ne? Chef ist auch da. Wow, sonst. Alles gut, meine Lieblingsfarbe ist grün, rot. Sehr rosa, ne? Ja. Essen haben wir, was ich heute gegessen habe, habe ich euch schon auch erzählt. Ja, heute Sonntag. Ich nehme meistens Pokémon Sonntag auf, ja. Ja. Mal was anderes. Mal wieder vielleicht so ein Teenager. Möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Entweder. Na, ist keine Schönheit. Das müsste Pfadfinderin sein.
ist eine